willkommen, liebe Leute. Heute melden wir uns mal nicht aus der tollen A3-Bibliothek, unser Standardbase, sondern aus dem Joe Penas. Ganz genau. Denn wenn ich hier so auf meine Uhr schaue, sehe ich, dass es nur noch 12 Tage bis zum Christkind sind. Wir können es natürlich auch kaum erwarten. Und um euch sozusagen auch ein bisschen eine vorweihnachtliche Stimmung oder Ekstase zu bringen, haben wir heute einen ganz besonderen Gast. Vielleicht einen der größten Intellektuellen und Denker der Uni Mannheim. Wir begrüßen somit jemanden, der aus Popularitätsgründen inkognito bleiben möchte. Herzlich willkommen. Studentinnen, liebe Studenten, die Weihnachtszeit ist die Zeit des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. Die Zeit der Besinnung, der Freude, der Familie, der inneren, der geistigen Wärme, der Dankbarkeit, der Kerzen und des Lichts. Wir alle sind getragen von diesem Gefühl und die Räume der Universität Mannheim sind erfüllt davon. Voll Ehrgeiz. Voll Energie und Frohsinn nehmen wir das 16-stündige Lernpensum pro Tag in Kauf. Wir dürfen es nur durch die Gnade Gottes unseres Herrn. Und wir tun es im Licht der Wahrheit und im Zeichen der Liebe. Gewissermaßen, um die weihnachtlich-festliche Stimmung der Universität Mannheim zu unterstreichen und zu untermalen, und gleichermaßen, um stolz und dankbar zu illustrieren, wie und in welcher Dimension sich der hohe Bildungsstandard der Uni auf den Sprachgebrauch und die kulturelle Produktion ihrer Studenten auswirkt, verlese ich heute Klozitate von den Innenwänden der Herrentoiletten in A3. Rubrik 1, Polemik und Provokation. Wer hat Lust, von mir seinen rasierten Schwanz geblasen zu bekommen? Mr. 30 cm. Wann ist hier was los, wenn ich scheiße? Steck die Hand in den Arsch. BWLer sind schwul. Bernd war hier. Ihr Homos geht in den Puff, ihr Schwulis. Wo kann man hier günstig und gut ficken? Irgendeine Studentin als Schlampe an der Uni? Außer deiner Schwester fällt mir das so spontan niemand ein. Seine Mutter ist preislich auch akzeptabel, wenn man auf Trans steht. Nein, das war sein Vater. Geht in den Puff der schwulen Pfälzer. Danke, bitte, bitte, danke. Rubrik 2. Philosophisches Denkanstöße und Humor mit Niveau. Lieber Gras rauchen als Heuschnupfen. Der Witz liegt in deiner Hand. Steck die Hand in den Arsch. Wer das liest, pisst an die Wand und kackt auf seinen Hinterkopf und das alles im Handschuh. Hosan Bockwurst. Drücken in Klammern, höhö. Viel Spaß beim Kacken wünscht Ihnen Angela Merkel. Feel fine, feel air, life is a bitch. So ist das Leben, Bro. Ein Auge weint, damit das andere lachen kann. Und schlussendlich, Rubrik 3, Fragen, die das Leben stellt. Und Antworten. Frage, wer hat Lust, gefickt zu werden? Antwort, kommt darauf an, von wem. Frage, wer will hier mit mir zusammen wichsen? Antwort, du Homo. Frage, darf ein Türke schwul sein? Antwort, ja. Klar, mit großem Schwanz kann er jeden Kerl haben. Liebe Studentinnen, liebe Studenten, Weihnachten ist die Zeit des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Weihnachtszeit.